Die Schritte könnten halt auch über mir sein. Ich Drop it now. Oh, moin, Leute. Seid herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Ready or Not. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Willkommen. Heute gehen wir in die nächste Mission. Natürlich wieder ohne Team und auf der Suche nach dem S-Rang. Und zwar geht's heute in dieses wunderbar aussehende Weingut. Und hier in diesem Weingut sind diesmal, ich glaube, diesmal sind sogar keine Terroristen am Start, sondern nur Kultisten. Ich glaube, Kultisten trifft es vielleicht ganz gut. Ich bin nicht ganz mit der Lore von dieser Mission vertraut, aber auf jeden Fall sind auf dieser Map nur Frauen unterwegs. Bewaffnet natürlich, bewaffnete Frauen. Und ich meine, hier sieht man schon, hier wurden schon ein paar Schießübungen gemacht. Ich weiß nicht genau, was die mit ihren Waffen vorhaben, aber wahrscheinlich nichts Gutes. Ne? Egal, was man mit Waffen vorhat, ich glaube, es ist nie was Gutes. Naja, wir gucken einfach mal, was die hier so machen, was die hier so veranstalten. Und ich glaube, es hat so ein bisschen kultmäßige, naja, Ausmaße. Hat die gerade jemand geschossen oder was habe ich da gerade gehört? Ich habe die Mission übrigens noch nicht gemacht. Also ich habe sie einmal mit einem Kumpel gemacht und auch geschafft. Aber ich habe sie alleine noch nicht gemacht. Ich weiß ungefähr vielleicht, wie die Map aufgebaut ist, aber ja, das ist dann doch schon ein Weilchen her. Also wir müssen ein bisschen spontan hier durch das Level durchgehen. Vielleicht werde ich auch einfach scheitern und die Erfahrung dann mit in den nächsten Aufnahmeversuch mit reinnehmen. Wir werden das sehen. Wir werden sehen. Ich würde erstmal hier kurz reingucken. Einfach um mal irgendwo anzufangen. Hier ist die Küche. Hier sieht es auch eigentlich ganz gut aus. Na, da vorne hat noch jemand ein bisschen Essen zubereitet, aber scheinbar ist hier niemand. Wir gehen wieder. Ich habe keine Lust, hier weiterzugehen. Kommt sonst noch irgendjemand da hinten aus der Ecke gesprungen oder so? Nee, nee, wir gehen mal in den Garten als nächstes. Ich glaube, von da kann es auf jeden Fall niemand von der Seite flankieren. So, einmal in den Rosengarten. Ich hoffe, mich schießt nicht gleich jemand durch den Holzzaun hier an. Bisher noch niemanden gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es Zivilisten gibt hier auf dieser Map. Ich glaube schon. Aber ich glaube, die Leute sehen hier einfach alle gleich aus. Alles so Frauen. Naja, wir werden es schon sehen, ne? Sobald wir die erste Kollegin gefunden haben, können wir uns ja mal genauer angucken. So, guck mal, da ist so eine Lücke im Zaun. Ich glaube, da können die durch. Allgemein gibt es so überall so Lücken, wo die drunter durch oder durchkriechen können oder so. Fällt mir alles nicht. Ähnlich wie das Garagentor von der letzten Map. Ich dachte gerade schon, da ist einer. Wollte gerade schon drauf losschießen. So, bisher ist es erstaunlich ruhig im Garten. Wir gucken mal kurz unter dieser Tür. Ich denke mal, das wird in die Küche führen, wo wir eben schon drin waren. Jo. Soweit zur Küche. Ja. Warum ist hier nirgendwo jemand? Aha, okay, okay. Die werden wieder alle an einem Punkt wahrscheinlich rumgammeln und ich werde das nicht erfreulich finden, das kann ich jetzt schon mal sagen. Boah, hier ist ein größerer Raum. Wäre eigentlich geil für eine Blendgranate. Aber ich weiß ja noch gar nicht, ob hier überhaupt jemand ist. Es ist mir zu ruhig, ganz ehrlich, es ist viel zu ruhig. Hier müssten relativ viele Gegner eigentlich rumspringen in dem Level, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich höre die ersten Stimmen. Immerhin, 4 Minuten und wir hören die ersten Stimmen. Scheiße. Ich glaube, mit dem Haus hier anzufangen war nicht unbedingt die beste Idee. Nicht zwangsläufig. So, hier höre ich wieder was. Ich denke mal, hier werden wir gleich auf jemanden stoßen. So viel dazu. Die hat aber ein dickes Sturmgewehr in der Hand. Lass mal bitte fallen. Hallo. Fällt mir nicht, dass die jetzt nach hinten weg ist. Die hätte sich ruhig mal ergeben können, so oft, wie ich die angeschossen habe. Tja, dann gehen wir mal ganz entspannt hinterher, würde ich sagen. Oh, es gibt nur einen Weg, wo sie hingelaufen sein kann. Fällt mir nicht.
Ganz und gar nicht. Hallo? Hieß sie nicht. Ach du Scheiße, die muss hier ums Eck stehen bestimmt irgendwo. Nee, die Schrotflinte lässt du mal schön fallen hier. Also, so weit gehen wir ja lieber mal nicht, ne? Ach, Schrotflinten, das ist, Die können mir gut Schaden zufügen, die guten Damen. Stay down and turn around. So, hier seht ihr, die trägt so ein komisches Gewand und da so eine Maske am Gürtel. Okay, hier ist ein Turm. Don't make this worse on yourself. Okay, wir gehen auf den Turm, weil ich weiß, dass oben auf dem Turm jemand stehen kann. Und die Person, die oben auf dem Turm steht, hat natürlich den ganzen Hof im Blick. So, und hier seht ihr schon, warum ich meine, dass das in eine kultistische Richtung geht. Sass. Okay. Würde erstmal vielleicht eine Tür verschließen. Oh Gott, was war das? Habt ihr die gesehen? Das war wie so eine Rabenfrau. Okay, ich weiß nicht, was ich von der Rabenfrau halten soll. Das fand ich dann doch ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Ich habe mich so erschrocken. Oh, wo kommt ihr denn alle her? Jeden Moment kommt hier jemand von hinten. Ich spüre das schon. Das passiert gleich. So. Hallo. Okay, wir gehen erstmal durch den Garten, würde ich sagen. Ich höre immer so komische Geräusche. Das gefällt mir nicht. Okay. Ein Magazin haben wir weg. Ein halbes Magazin haben wir hier noch. Warte mal. Da steht jemand. Da steht jemand in dem Gewächshaus. Ich weiß nicht, warum die Person noch nicht geschossen hat, aber wir nutzen das mal aus. So, so geht das nämlich. Haha. Gut, dass ich die gesehen habe, die gute Frau. Ey, nicht so komisch lachen hier. Das ist unruhigend. Unruhigt mich bitte nicht. Okay. Das müsste jetzt Frau Nummer 4 sein, ungefähr. Soweit so gut. Okay. Immer weiter durch den Garten. Ich meine, da vorne müsste das Tor in den zweiten Gartenbereich führen, da wo ich vorhin war. Das heißt, da dürfte theoretisch alles clear sein. Okay, das ist dieser Raum. Okay, weiß gerade gar nicht, ob das der Raum ist, wo ich drinne war oder nicht, oder ob es ein anderer ist. Keller gefällt mir gar nicht. Aber da müssen wir noch durch. Wohl oder übel. Ich habe dafür aber eine Nachtsichtbrille dabei. Weil ich noch so ganz dunkel wusste, dass es dunkel werden kann. In diesem Level. Okay, hier wo wir waren, waren wir vorhin auf jeden Fall noch nicht. Deswegen, ich muss doch ein bisschen vorsichtiger sein. Aber das Gute ist, dass die halt immer so schöne weiße Gewänder tragen und man sie relativ gut erkennen kann dadurch. Okay, doch, hier war ich, oder? Doch. Doch. Hier war ich. Da habe ich gedacht, okay, da kann man... Okay. Und hier bin ich rein. Ne? Hier bin ich... Ah ja, genau, da ist dieses Teil. Hier bin ich selber rein. Okay. Dann gehen wir nochmal hier rein. Gucken erstmal, ob sich jetzt irgendwie was getan hat. Ach ja, hier ist dieser große Raum. Hier ist dieser... Okay. Ich weiß, wo wir sind. Wir versuchen mal, die Rabenfrau nochmal wieder zu finden. Ich glaube, das war die Anführerin von dem ganzen Gedöns hier. Ich denke mal, wenn wir die verhaften, haben wir schon mal einen wichtigen Schritt getan. So, hier will ich nicht unbedingt rein. Wir gehen... Kurz nochmal hier, guck mal. Ey, die könnten mich durch jedes Fenster abschießen, ja, das ist... Okay, ich dachte, ich hatte gerade Schritte gehört. Das ist eigentlich super gefährlich hier alles, aber bisher läuft es ganz akzeptabel, denke ich mal. So, machen wir auf hier. So, da drüben war sie. Gucken erst nochmal hier kurz unter die Tür. Um Überraschung... Oh, schon wieder erschrocken. Okay. Um Überraschung zu vermeiden, so. Ach
Du Scheiße, wer hat denn hier die Einrichtung gemacht? Okay. Ich glaube, ich werde mal nachladen. Wer weiß, was uns dort drin erwartet. So, einen Schuss habe ich übrigens schon abgekriegt bisher. Ist noch verhältnismäßig in Ordnung. Die Rabenlady hat sich zurückgezogen, offensichtlich. Das hier ist keine Maske von irgendeiner Person, oder? Scheiße, hier ist wieder alles offen. Ich denke mal, die ist nach draußen geflüchtet. Ich denke mal, das ist naheliegender. Down on your knees, Die hat, glaube slowly. ich, über meinem Kopf Hands up, drüber do it geschossen. now. LSPD, don't move. Die sah aber anders aus. Hands up, now. Okay, da komme ich eigentlich her. Aber gut, dass wir sie gesehen haben. Weil hier waren wir ja schon. Hier liegt die Schrotflinte noch. Hands up, drop to your knees. Alter. Ergeben Sie sich doch endlich mal. Machen Sie es mir doch nicht so schwer. Wo ist sie? Ich habe keine Ahnung, wo sie ist, aber sie muss doch hier irgendwo stehen. Zeit für eine Blendgranate. Hands on your head. Put your hands up. Hä? Let me see those hands. Alter, die zieht sich schon wieder, die haut schon wieder ab. Okay, diesmal haben wir sie. Keine Ahnung, was ich. Oh nein, nicht. Okay. Fast mein Team gerufen, aber das Team ist hoffentlich noch am Eingang. Team ist noch am Eingang. Okay. Weil, wenn wir das Team gerufen hätten, wäre die Challenge natürlich vorbei. Ganz klar. Wir wollen ja das Ganze ohne Team spielen. Ey, ey, die ist. Also, die ist aufmüpfig. Aber warum habe ich vorhin gedacht, die hat irgendwie so ein. Keine Ahnung, so ein Rabengewand an oder so? Oder war das die? War das vielleicht eine andere? Aber ich glaube, das. Also, die sieht schon special aus. Ach, keine Ahnung. Gut, dass wir sie jetzt haben. Die war widerspenstig. Elaine Riskin, okay. Ah, jetzt sind wir hier draußen. Da oben ist der Turm. Da ist der Turm. Ich würde ganz gerne zunächst auf den Turm gehen, weil da oben könnte jemand sein, der mich auf jeden Fall im Hof ganz schnell wegmachen könnte. Deswegen gehen wir da jetzt erstmal hoch, um dieses Risiko zu, naja, zu minimieren. Links, rechts, rechts, hier. Runter geht's nämlich auch noch. Ganz vorsichtig. Vielleicht steht da nämlich jetzt schon wieder direkt jemand. Okay, der Turm sieht clear aus. Leider ist es relativ sinnlos, vom Turm aus jemanden abzuschießen, weil die Personen, die können sich zwar ergeben, aber das bringt mir auch nichts, wenn die sich wieder auf, also wenn die wieder aufstehen, bis ich dann unten bin. Ja, also deswegen lassen wir das mal. Stattdessen würde ich lieber mal die Night Vision anmachen und mal den Keller inspizieren, denn das könnte auch noch recht spannend werden. Aber so weit, so gut. Zwei Treffer haben wir bisher kassiert. Könnte schlimmer sein. Okay, rein ins Kellergewölbe. Na dann. Hoffen wir mal, dass die guten Frauen hier unten nicht so gut sehen. Wobei sie hier Licht haben. Ja, auf jeden Fall was. Aber wo? Links. Ich glaube links. Hier roamt auf jeden Fall jemand. Wie machen wir das jetzt? Schritte kommen näher. Die Schritte könnten halt auch über mir sein. Ich. Ja, das hätte ich mal lieber machen sollen. Dann wäre ich auch nicht so überrascht worden. Wo kamen die jetzt raus? Da, glaube ich. Okay, sie hatte eine Schrotflinte. Das ging vielleicht verhältnismäßig noch gut für uns aus, weil auf die Distanz Schrotflinte, mein Arm müsste eigentlich weg sein. Hey, beruhig dich, gute Frau. Beruhigen Sie sich. Mach doch auch nur meinen Job. Jobbe.
Scheiße, wo geht's denn hier überall lang? Und gerade ich, der eh keine Orientierung hab. Ich muss jetzt hier durch, ey. Hier geht's raus. Ja, das sieht sehr hell aus auf jeden Fall. Da gehen wir nicht lang. Okay. Ein Gang mit einer einzelnen Tür. Damit kann ich auf jeden Fall leben. So, wir sneaken uns mal ganz vorsichtig zu dieser Tür. Nicht, dass uns gleich jemand entgegenstürmt, weil er uns gehört hat. Da ist jemand. Auch eine von diesen Damen. Aber ich glaube, diese Dame hat keine Waffe. Wäre ja nicht schlecht. Sie hat wirklich keine Waffe. Es gibt also auch vernünftige Damen in diesem Gebäude. Liegt da eine Brille? Sieht so aus, ne? Basecaps sind auch am Start. Oh, stehe. Die Frauen sehen aber irgendwie zugerichtet aus, oder? Also die haben alle so Narben im Gesicht. Aber die Frisur gefällt mir, muss ich sagen. Also, ja doch, das finde ich nicht schlecht. So Kurzhaarfrisuren. So. Geh mal ein Stück zur Seite, gute Frau, weil es könnte gleich hässlich werden. Ich hätte schon wieder ultra erschrocken. Ich höre leider auch nichts. Vielleicht ist hier gar keiner mehr in dem Raum. Wir gehen mal kurz durch und dann geht's hier weiter, schätze ich. Boah, es ist so dunkel, aber gut. Ich denke, die Nachtsichtbrille war eine relativ gute Entscheidung. Oh, da sitzt jemand. Okay, das heißt, hier ist der Gang, wo wir eben waren. Okay, hier ist Sackgasse. Okay, dann muss ich doch hier nochmal ein bisschen schauen. Ob ich hier nicht noch irgendwie einen Raum vergessen habe. Nee, das ist die gute Frau. Hier ist auch nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, der Keller ist clear. Der gute Weinkeller. Ja, sieht gut aus. Dann können wir ja die Nachtsichtbrille mal wieder ausmachen. So. Wobei, was ist hier? Warum ist hier so Splatter an der Wand? Ist das mein Blut? Könnte sein. Ich stand hier, sie hat von da geschossen. Mein Arm hat es ganz schön erwischt. Wahrscheinlich ist es mein Blut. Naja, gut. Was soll's. Oh, meine Maus ist schon wieder so ruckelig. Ich hasse es, wenn das so ist. Ja, kann ich nicht ordentlich spielen. Okay. So, jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich so ein bisschen den Überblick verloren habe. Ich würde einfach sagen, wir gehen in den Innenhof. Gottes Willen. Überall sind hier Statuen und Figuren und alles sieht aus, als wäre hier jemand. War da jemand? Gesprochen? Das ist so ein Innenhof. Nee, wir gehen nicht in den Innenhof. Passt auf. Wir gehen außen rum. Sofern ich den Weg finde, durch den Garten. Kurz einen Gartencheck machen. Garten sieht gut aus. Denn hier kann man, glaube ich, auch noch lang gehen. Ja. Genau, und da kommt man da auch hin. Was hatten Sie für eine Waffe? Sieht nach Einzelschuss aus, würde ich sagen. Interessante Waffenwahl auf jeden Fall. Wie ist sie getroffen? Oh, die coole Frau hat schon keine Waffe. Aber dafür eine Rüstung. Eine schusssichere Weste. Warum hat die Frau eine schusssichere Weste hier? Was soll ich davon halten? Na gut, scheinbar eine Zivilistin. Sorry, dass ich sie abgeschossen habe, aber ich musste. Okay, da vorne sieht gut aus erstmal. Bleib mal hier. Da hat die einfach die schusssichere Weste an. Wäre mal besser, wenn ihre Kollegen die tragen würden, aber was soll's. Entry team to talk. Civilian is secured. This is talk.
Gut, der Innenbereich ist noch übrig. Hier der Bereich ist noch übrig. Und links gibt es auch nochmal zu einem weiteren Gebäudekomplex weiter hinten. Da, wo wahrscheinlich die kultistischen Highlights gefeiert werden. Okay, wir haben sie erstmal erwischt. Hat sich ergeben, oder? Nein, nicht meine Kollegen rufen. Die Kollegin will ich ranrufen. Okay, die Hammer. Da muss ich noch ein bisschen draufschießen, bevor ich mich um meine Verletzung oder, ne, um meine Blutung kümmern musste. Da war es mal wichtiger, dass die Frau die Waffe weglegt. So, jetzt bin ich natürlich ziemlich am Arsch. Der komplette Körper ist rot. Ein Hit und ich bin tot wahrscheinlich. Ein Treffer und das war's. You need to relax. Okay. Mein Arm sieht auch nicht mehr so gut aus. Das heißt, es wirkt sich natürlich auch aufs Aim aus, weil die Waffe dann nicht mehr so ruhig ist. Gut, wir gehen jetzt hier durch den Garten. Also wir gehen erstmal einmal komplett um den Gebäudekomplex hier vorne rum. Bevor wir dann da hinten in den letzten Teilbereich gehen. Gar nicht, ob man das, den Bereich da vorne begehen kann, weil hier ist eindeutig was in den Weg gestellt, da soll man nicht hinkommen. Frage ist, ob wir da durch die Tür und dann da wieder rausgehen, ob wir da hinkommen könnten. Na, ich bin nicht so sicher, ich glaube eigentlich nicht, weil sonst könnte man da hier auch schon hin. Okay, offene Tür. Zwei offene Türen. Gefällt mir nicht. Was liegt denn da? Eine Geige. Ich dachte erst, da liegt eine Waffe, aber dann habe ich erkannt, dass es eine Geige ist. Okay. Meine Musik kann auch eine Waffe sein. Eine mächtige Waffe. Oh, bitte mach mal die Tür hier zu. So, hier müsste bestimmt noch jemand sein, wenn die Tür hier so weit offen ist. Ich höre nichts und ich sehe nichts. Okay, das Gras müsste hier schon nochmal gemäht werden, gute Frauen. Da sollte sich vielleicht jemand, der nicht in den Knast kommt, nochmal drum kümmern, die Tage. So, hier kann man auch drunter durchklettern. Was haben wir hier für ein Gebäude? Waren wir hier schon drin? Langsam müsste ich ja einmal rum sein. Oh. Ein Stück näher kommen, bitte. Ach, gucke mal. Hier haben wir auch noch jemanden. Auch noch eine wichtige Person. Gut, dass ich hier mich so ein bisschen auf die Lauer gelegt habe. Ich glaube, das war ganz nice. Okay. Die Fnaderhammer verhaftet. Aber künstlerisch ist es schon sehr kreativ, muss man sagen. Sehr schöne Bilder. Okay, die Hammer. Dann dürfte eigentlich nicht mehr so viel übrig sein. Den Gebäudeteil müssen wir jetzt halt noch clearen. Und dann müssen wir noch hinten in das eine Gebäude. Und dann könnten wir es sogar schaffen. Also es wäre ja geil, wenn ich das First Try sogar schaffen würde vielleicht. Ich hab sie gehört. Stressig. Move over here. Stay down and turn around. Also ich dachte, das wäre jetzt mein Ende gewesen, gell? Also gut, dass sie mich nicht so getroffen hat. Keine Ahnung, ob sie meine Schutzweste oder so erwischt hat. Aber da habe ich wohl noch mal Glück gehabt. Wie gesagt, einen Schuss halte ich noch aus, männlich. Okay, hallo. Hallo, Sie sind doch Zivilistin, oder? Beruhigen Sie sich mal.
Wieder eine Zivilistin mit einer schutzsicheren Weste. Was ist denn nur los? Okay. Komme ich jetzt hier doch in den Gartenbereich, den ich eben gesehen habe? Nee, ist ein anderer Gartenbereich. Hier werden Bienen gezüchtet oder so. Okay, ich denke, so allmählich könnten wir alles geklärt haben. Bis auf das letzte Haus halt. So, hier, waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht drin. Allgemein Evidence und so habe ich bisher noch gar nicht wirklich gefunden. Komm, da gehen wir mal rein einfach. Keine Antwort gehört, alles klar, dann komme ich einfach mal rein. So, Evidence. Ist das... Agent 47? Ist das wirklich? Ja, fasziniert, cool. Oh, da drüben, okay, brennt eine Duftkerze. Dicker, was ist das für ein Joint? Was hat die sich hier für einen angezündet? Na gut. Müssen die wissen, ne? Müssen die wissen. Hier, das ist der Raum mit dem roten Kleid, da waren wir eben drinne. So weit, so gut. Und da liegt die Knarre von der guten Frau. Dann einmal den Innenhof abchecken, würde ich sagen. Warum leuchten diese Blumen so? Irgendwas stimmt doch mit der Beleuchtung nicht. Naja. Okay, Munition ist voll. Ich glaube, hier vorne müsste ich nochmal gucken, ne? Da war ich hier. Ach, das ist der große Raum. Dahin war jemand. Hallo. Ey. Ey. Okay, ich lebe noch. Offensichtlich. Gerade so. Ich dachte, der nächste Treffer würde mich killen, aber ich bin auch nicht mehr so rot, interessanterweise. So, na dann, zeigen Sie sich doch nochmal. Ja, was machen wir? Blendgranate in den Raum wäre eine Möglichkeit. Rechts ist auch noch ein Durchgang zum Schauen, wäre auch noch eine Möglichkeit. Machen wir erstmal rechts schauen. Oh, was? Ey, aber habt ihr gesehen? Ich habe ihr direkt erstmal einen Schuss auf die Brust gegeben. Ja, aus der Hüfte quasi. Das war schon gar nicht so schlecht. Ich meine, sie hatte keine Waffe, aber war trotzdem okay. Keine Ahnung, wo ihre Komplizin ist. Aber gut, wir werden sie gleich befinden wahrscheinlich. Okay. Ich kann hier nicht durch, okay? Ist offen. Hält mir nicht, dass ich die gute Dame nicht mehr im Blick habe und auch nicht mehr höre. Die ist ja nach irgendwo hinten links gerannt. Außen? Ich glaube draußen, oder? Und wo hat die geschossen? Ich glaube draußen. Wir laufen nochmal hier rum. Vielleicht kommt sie ja jetzt wieder rein. Vielleicht sehen wir hier durch die Fenster auch was. Aber durch die Fenster kann man natürlich auch genauso gut abgeschossen werden. Ich sehe aber nichts. Wir müssen jetzt einfach mal hier vorpushen, am besten an der Wand. Was war denn das gerade für ein Grafikfehler? Am besten an der Wand, dass er uns nicht von irgendwo abknallt. Gucken mal hier, ob sie vielleicht doch draußen irgendwo jetzt ist. Das ist mein Spawn. Wenn die da wäre, würden meine Kollegen wahrscheinlich Radau machen. Hands up now! Drop to your knees! Put your hands up! Schön, wie das schallt, aber trotzdem antwortet keiner drauf.
Küche vielleicht? Könnte ich mir vorstellen, dass er da in die Küche gerannt ist. Hinten ist offen. Vielleicht ist er auch durch die Küche gerannt. Blendgranate gegen Schrank. Let's go. So nehme ich. So nehme ich. Sag ich doch, in der Küche. Ich könnte jetzt wahrscheinlich irgendeinen blöden Spruch darüber bringen, dass sie in die Küche geflohen ist, aber war ich mir mal an dem Punkt. Gut. Ja. Ich denke, im Hauptbereich haben wir jetzt alles. Ich weiß nicht, ob im Innenhof vielleicht noch jemand unterwegs ist, aber jetzt müssen wir ins letzte Gebäude gehen und dort die letzten Leute rausholen. Okay, irgendjemand hat eine Waffe secured. Keine Ahnung, warum. Wieso passiert sowas? So, ich hoffe, hier ist niemand mehr. Also ich habe echt viele Leute jetzt gefangen genommen. Wenn jetzt hier noch irgendwo im Innenhof jemand ist, dann werde ich aber wütend. Beziehungsweise dann bin ich wahrscheinlich sofort tot. Okay. Dann jetzt einmal hier durch, hier rechts durch. Und dann müssen wir doch schon auf dem Weg zum Ende sein. Wie viele Gegner könnten jetzt noch maximal übrig sein? Vielleicht drei. Ich denke mal, drei ist die Höchstzahl. Vielleicht vier maximal. Wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass die letzte uns wieder wegholt, so wie immer. Und damit müssen wir jederzeit rechnen. So viel dazu. So viel dazu. Was ist denn nur mit euch? So, jetzt haben wir natürlich zwei schon hier draußen. Wie hoch ist die Chance, dass noch eine dritte jetzt rauskommt? Aber ging verhältnismäßig gut aus, würde ich sagen. Ich hatte da schön Deckung hinter diesem Felsen, hinter diesem Holzstamm. Das hat schon ganz gut funktioniert und die kam natürlich auch genau zu mir. Die andere hat die Tür aufgemacht. Also, so weit, so gut. Ein Magazin habe ich noch. Und, naja, irgendwo wird noch jemand sein wahrscheinlich. Vielleicht waren es auch die letzten beiden. Wäre natürlich cool. Aber ich glaube noch nicht ganz daran. Komm, bitte, sei die letzte einfach. Dann hätte ich das First Try geschafft und alles wird super. Hm. So viel dazu. Dann warten wir nochmal kurz. Vielleicht kommt ja die letzte jetzt angerannt. So wie beim letzten Mal. Na, vielleicht sind auch noch zwei Gegner übrig. Vielleicht kommt auch einfach die letzte nicht. Ist ja kein Garant, dass die angerannt kommen und einen rushen. Ich höre sie auf jeden Fall. Draußen habe ich halt echt einen Nachteil eigentlich. Schnell zur Tür. Die steht auf der anderen Seite der Tür, oder? Oder da vorne. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da einen Schatten immer zu sehe, der sich bewegt. Könnten aber auch einfach die Bäume und Blätter sein. Ich glaube, die ist hier dahinter. Da liegt eine Waffe, ja. Auf den ersten Blick sehen kann ich sie jetzt nicht, aber wir müssen halt mal rein. Irgendwo. Ich bin aufgeregt. Es könnte mich halt der nächste Schuss killen. Und jetzt wird es nochmal eng. Hier, nochmal ein bisschen Close Combat. Können wir auch schon drüber gucken? Ja, wir haben sie halt gehört und das relativ laut. Die kann nicht weit weg sein. Scheiße. Alles so offen hier.
Die könnte auch oben sein, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Weiß gar nicht, ob es ein oberes Geschoss gibt, aber ich glaube, es gibt oben einen Eingang, also... Ich glaube schon. Pass auf, wir machen Folgendes. Ich habe Angst, dass ich von hinten weggeholt werde. Wir machen dazu. Gut. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wo lang? Ich kann hier wieder in jede mögliche Richtung direkt gehen. So, gehen wir erstmal gucken hier. Put the weapon down. Wieder eine gute Frau mit einer Schrotflinte. Shit. Get down, I want to see hands. Damn it, I... Müssen wir kurz chillen. Ich habe immer noch Respekt vor dem Letzten. Vielleicht ist sie die Letzte, aber man weiß es nicht. Ihr habt, falls ihr die letzte Folge gesehen habt, wisst ihr genau, wie sehr man sich vor dem letzten Gegner fürchten sollte. Hier ist aber noch jemand. Irgendwo. Entry team to talk. We have a suspect in our custody. Talk to Element. Copy. Move on. Okay. Es sind scheinbar einfach noch mehr Gegner übrig, als ich das gedacht hatte. Damit müssen wir uns jetzt wohl abfinden. Okay. Zwei noch. Maximal zwei noch. Also mehr als zwei können es ja wohl kaum sein. Wie viele Leute sollen hier sein? Ganz ehrlich. Hier gehe ich nicht lang. Das Gefühl, die schießen da durch die Holzschlitze oder Holzwände oder sonst was. Geh mal hier lang. Ich habe noch eine Blendgranate, müssen wir auch bedenken. Die überall Holzwände, die können halt hier durchschießen. Wie hell ist es denn hier ohne Nachtsicht? Ah, ich bevorzuge mit Nachtsicht. Hier ist keiner. Oben. Ich glaube oben. Wir können hier nicht lang. Passt auf. Wenn ich jetzt da lang gehe bei dem Baum, die können von oben nach unten schießen. Das ist halt das Problem. Wir gucken nochmal auf der Seite. Aber wenn ich da jetzt hingehe, habe ich halt den Nachteil. Da kann ich einfach... Die müssen nur da oben stehen, irgendwo bei dem komischen Baum. Dann schießen die einfach runter und ich bin tot. So, das... Nee, damit begebe ich mich zu sehr in eine nachteilhafte Situation. Ich meine, da hinten ist eine Treppe nach oben. Aber ich glaube, wir gehen vor der Eingang. So sehr ich auch Schiss vor dem Vordereingang habe, weil hier einfach alles so überwuchert und so ist, ne? Wir müssen Vordereingang nehmen. Hier unten, das ist einfach zu nachteilhaft für mich. Seh nix. Zu dunkel. Schnell an der Tür vorbei. Ich habe nichts gesehen, aber ich habe sie erwischt. Dass die ganze Zeit einfach hier stand. Was zum Fick? Ich wusste es. LSPD, don't hands up now. Hands up, drop to your knees. Hands on your head. Put your hands up. Let me see those hands. Down on the ground. Move. Hands on your head. Do it now. Scheiße, das ist die letzte 100 Pro. Get on the ground now. Police, hands up. Die rusht mich doch nicht so, wenn es nicht die letzte wäre. Ja, ich kann mich auch zurückziehen. Move over there. Kann aber einfach warten, bis die zu mir kommt. Komm noch, Muni.
Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Was soll ich machen? Die hat eine Schrotflinte. Das ist schon mal schlecht für mich. So, dann habe ich keine Muni. Ist auch schon mal schlecht. Ich gehe unten lang. Vielleicht kann ich sie quasi von hinten überraschen, wenn ich jetzt einmal um sie rum rotiere. Oder sie überrascht mich. Das kann auch passieren. Aber auf jeden Fall nicht viel Munition. Ich muss schießen, dann schreien, dann nachladen, dann noch mehr schießen und noch mehr schreien. Und dann hoffen, dass es klappt. Ich bin so aufgeregt, Leute. Ich hätte mir schon gewünscht, dass die Blendgranate einfach gereicht hätte. Aber das Verhalten passt. Das muss die letzte sein. Die Treppe haben wir schon mal sicher erreicht. Okay. Ende ist die Tür. Die muss irgendwo hier sein. Ja, sie muss da vorne sein, oder? Wenn sie hier nirgends ist. Goddamn knees now! Police, get your hands up! Get down, I want to see hands! Wenn die jetzt unten lang kommt, gell, bin ich aber wütend. Wenn die jetzt hinter mir kommt, wäre schon abfuck. So. Gute Frau, ich weiß, wo sie sind. Bitte machen sie es nicht schlimmer, als es ist. Oh, bitte nicht. Bitte nicht wieder die letzte. Langsam kann ich das nicht mehr ab, von den letzten Gegnern getötet zu werden. Das ist schrecklich. Es ist so schrecklich. Down on your knees. Turn around and walk away. Nein. Nein. Put your hands up. Do it. Hands up. Down on your knees. Cut your balls off. Hands up. Above your head. Hands up. Do it now. Police, get down. Will sich halt auch nicht bewegen, offensichtlich. Schrecklich. Warum leckt meine Maus die ganze Zeit? Alter, Maus, bitte. Wenn meine Maus mich jetzt tötet, gell, dann... Alter, Maus, okay. Es ist keine gute Situation für mich. Bin ich ehrlich. Keine sonderlich gute Situation für mich. Hätte ich jetzt die Blendgranate noch, würde ich mich sehr viel besser fühlen. Das ist jetzt Winkelsache. Wie kriege ich den perfekten Winkel hin? Warum habe ich die Blendgranate nicht aufgehoben? Ja, ich weiß, ich hatte ein bisschen Panik, aber... Eine Blendgranate wäre schon ganz nice. Okay, folgendes. Wir machen die Tür wieder zu. So. So, und jetzt gehen wir hier rechts an den Bänken vorbei. So. Nachladen schnell. Da steht auch noch eine. Aber ich glaube, das hier ist die letzte. Ja, oh, ja, wir haben es geschafft. Sogar First Try. Na, das gibt's doch nicht. Wir haben es wirklich First Try geschafft. Ja, haben nur 45 Minuten dafür gebraucht. Aber wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Das fehlten noch. Meine Hände zittern so. Diese Frau mit der Schrotflinte, die hat es mir aber auch schwer gemacht. Alter Schwede. Alter. Oh, okay. Ja, das war mal wieder eine ganz knappe Nummer. Gucken wir nochmal, wie viel Muni wir noch haben. Gar keine. Noch so 4-5 Schuss haben wir noch. Insgesamt. Ist schon nicht sehr viel. Aber ich freue mich.
Ich freue mich, dass wir es geschafft haben erstmal und dass wir es auch First Try geschafft haben, ist sogar noch krasser eigentlich. Ach, obwohl meine Maus nicht ganz mitspielt. Also, ihr seht es manchmal, das ist, wenn ich so mit der Maus mich bewege und dann kommt so ein kleiner Ruckler, dann setzt die Maus quasi kurz mit Senden aus, ja. Und, ja, gibt es quasi so einen kleinen Delay. Und so kommt das ganze Geruckel zustande manchmal. Ah, das ist schlimm, man hat halt dann einfach nicht so die Kontrolle, die man gerne hätte. Okay. Weiß aber leider nicht, woran das liegt. Entweder ist meine Maus einfach shit, oder es liegt einfach an dem USB-Bluetooth-Adapter-Dings. Vielleicht sollte ich auch einfach keine Bluetooth-Maus benutzen, sondern eine Kabelmaus. Na gut, Leute. Ich schau mal, wo die letzten Zivilisten sind und dann collecten wir noch mit Hilfe der Kollegen alle Waffen und dann haben wir die Mission geschafft. Ich werde es für euch abkürzen, ja? Also wir machen einen kleinen Cut und dann sind wir eigentlich am Ende der Mission. Ah, okay. Scheinbar hat man hier noch einen Raum übersehen. Hier ist dann auch die letzte Zivilistin wahrscheinlich. Hallo. So. Alter. Wenn ich unten meinen Charakter anschaue, gell? Die Arme komplett abgeschossen, die Beine komplett abgeschossen. Eigentlich, also... Wieso bin ich überhaupt noch am Leben, ey? Da hatte ich wirklich Glück, glaube ich. Und jetzt noch einfach noch so eine Tür-Trap gefunden und einfach in die Luft gesprengt. Das wär's gewesen, ne? Ah, okay. Okay, gut. Die Leute suchen jetzt die restlichen Waffen. Das dürfte nicht mehr so super lange dauern. Und dann haben wir die Mission im Sack. Ich weiß nicht, ob ich noch Evidence irgendwo vergessen habe. Einmal Evidence haben wir ja collected, aber ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt. Ich hoffe einfach mal, dass das so passt. Ja, und dann schauen wir uns noch den Endscreen an, liebe Leute. Dann sind wir fertig. Gut, jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Guck mal, hier, persönlicher Bestwert A+. Gucken wir mal, ob wir jetzt das S erreicht haben, aber ich müsste es eigentlich geschafft haben, wenn ich nicht zufällig irgendwen abgeknallt habe. 14 Gegner. Okay, okay, okay. Jawohl. Easy, easy, easy. First try, easy. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Hätte ich echt nicht gedacht. Am Anfang war es so ruhig und dann ist es Stück für Stück immer weiter eskaliert. Und die letzte hätte uns fast wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber nicht dieses Mal, denn dieses Mal war ich vorbereitet. Okay, das lief doch ganz gut. Es war stressig, aber wir haben es geschafft. Schönen Dank fürs Einschalten, Leute. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon haltet. Gebt gerne einen Daumen nach oben oder auch gerne ein Abo da lassen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Lasst es krachen, Leute, und ciao, ciao. Puh.